Jeden Donnerstag findet hier ein Probealarm statt. Der wurde heute verschoben. Statt Sirenengeheul am Nachmittag vor dem Kernkraftwerk Isar 2, Ankunft des bayerischen Ministerpräsidenten. 2 Tage vor der Abschaltung ein letzter Besuch im noch laufenden Atomkraftwerk. Treffen mit den Betreibern und noch einmal die Forderung in Richtung Berlin, doch länger an der Kernkraft festzuhalten. Es ist ein schwerer Fehler, aus der Kernenergie zum jetzigen Zeitpunkt auszusteigen. Eine energie- und technologiepolitische Sünde und eine echte Gefahr für Deutschland, dass wir dauerhaft die Energieversorgung nicht mehr sicherstellen können. Wir brauchen alle Energie, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Ohne Energie keine Zukunft. Doch in naher Zukunft, am Samstag, wird hier abgeschaltet. Der Druck auch auf diesen roten Knopf besiegelt den Atomausstieg in Deutschland. Den Zeitpunkt dafür haben CDU und CSU 2011 im Bundestag mit beschlossen. Mit dem Aus müssen die Atomkraftwerke zurückgebaut werden, wie hier im bereits 2011 abgeschalteten Block Isar 1. Rund 24.000 Tonnen Material werden hier ausgebaut, viele Teile weiter zerlegt und auf Strahlung überprüft. Rund 2% landen als Atommüll in Behältern wie diesen. Wir haben es dann diesen Menschen, die hier in der Umgebung wohnen, auch schuldig, dass wir hier wirklich jetzt alles zurückbauen, dass es so zurückgestellt wird, wie man eigentlich vor in den 70er Jahren begonnen hat. Grüne Wiese heißt er bei uns. Und da bin ich überzeugt, dass wir das auch schaffen werden. Söder hingegen setzt auf Zeit, will den rechtlichen Rahmen ausschöpfen und die Genehmigung zum Rückbau hinauszögern. Den Antrag darauf haben die Betreiber bereits 2019 beim Bayerischen Umweltministerium eingereicht.